Liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, Damen und Herren, dit ist eine Original-Imaginarium-Produktion. Wenn Sie unser Video möcht, bitte helft uns, wir der Tomaten, indem Sie abonniert. Bitte gebt uns ein Like, abonniert Sie und teilt Sie die Videos. Et duet vieles dünnen, die Geschichten abzunehmen und die Fotos zu machen und zu bearbeiten. Bloß mit Abonnenten und mit Likes könnt wir den Kanal wachsen laden. Dankeschön, dass Sie unseren Kanal kiegt. Georg Droste, Ottchen Aldach, Roman. Erstet Bog. Ottchen Aldach und sin Kaperstreiche. Ein plattdütsch Kinderleben an der Waterkante. Kapitel 1. Dat wär da nu von kommen. Der Lütje Mieke Aldachs, war der Jüngste von der Fief Aldachs derens wär, ha doch im bannigen Schreck kriegen, als er eines Sonntagmorgens ob einmal die Stimme von ihrer Großmutter von ihrem Bette hörte und er würde: Mieke, stau go up, du hast ein Lütchen Bruder kriegen. Och, Oma, sah Mieke denn mit n weinerlige Stimme, krieg ich denn nu auch Schläge? Ich will ja auch nicht wette doen. Großmutter wär aber an to lachen fung, ha er de Backen strakelt und ha er tröst. Weiß man still, min dern, glieks, kriegst du de Lütje sollte poppen auch to sehn. Mieke ha aber doch noch so ein paar Mal deib upsüftst und ha dat gar nicht begriepen konnt, wo dat blaut angarn konn. Dat wär er auch so swor, ob dat Lütje hart gefallen, als sie daran dachte, dass sie so Faken ob dem Dieck stand ha und ha denn sungen, wenn da mal ein Eber hochheben durch die Luft flog. Eber, lange Bär, bring mein Lütchen Bruder her. Ich will em auch gut wegen und will em nicht bedrägen, doch bringst du uns Süstern, denn will ich die wat büstern. Großmutter, ha er denn über de unterste Hustör, to knutfußt und ha draut, deren, wollt du woll die Babbel holen, heff wie an jo fief Panduren nicht just genug? Tschä, nu wärn der nix mehr an Tomaten. Dat ha Vater auch jo meint und ha mit n halb vergrelltet Gesicht sagt, Smiet em man bin Bulten. In Stillen ha he sich aber doch freit, dat n jung wär. Aber nums freute sich mehr als Mieke Aldachs, als se an den Wegen stund und da ganz neischierig rinkeig. Dat wär doch n annern Snack, als wie er ol geische Docken mit den einen Arm und den holden Kopf, ohne Augen und ohne Näse. Nee, dit hier wär'n richtige gebänige Puppe, dei, mit gralle klore Augen und mit ganz lütje fine witte Musehaar uppen Kopf. Aber wat wär dat? Mit der lunken Hand magte des Schlungel eher'n lange Näse und mit der rechten n Knutfußtau. Da meint hey die nicht mit, sei aber Großmutter ganz sachte, kiek, hei zuckelt uppen Dumm. Und spart dabei de Lütchen Fingers von Anna. Kick mal hen, wo sollte. Sei se denn Futter? Sogar ganz Lütje fine Nägels hätt he all an den Fingers. Und de gode Großmutter wischte sich mit den Schortentimpen de Augen und süfzte. Och ja. So faken assen dat nu auch all beläft hätt. It is unblift, doch immer dat ewige grote Gottswunder so'n lütchet Wurm. Ja, so wat Ähnliches meinten auch die golden Nachbarschen.
die da mit Aldachs in eine rege Achterndiek wohnten. Oder der Achtertau in den Lütchen verkannten Hof, der in arm, slägschen, spitschen Kopf früheren Tiden mal den vornehmen Namen Edelhof geben ha. All die Achterndiekschen Tanten kämen nu anslan und tuffeln, und dat lebt wie all das as oberziese. Frau Pussmeiers und Frau Leimanns, de Grotensche, de Meiersche und de Smitsche. All wollen sie dat grote Weltwunder dat Sonntagskind sehen. Kinder kämen jo alle Tage op Welt, aber dit wär denn doch tau afsonderlich. Wie alldachs wär op'm Sonntag wat Lütchen kommen, wie alldachs, op'm Sonntag. Und dat noch sogar ein Jungen wurde all fief derns wären. Na, bluchterte de Pussmeiersche, wenn dat kein Glückskind ward, denn weit ich nicht. Sonntagskinder heft schimmer Glück. Dat möt wie erst noch mal afluren, mähnte aber Vater Aldach. Weiten se woll, Frau Pussmeiers, de olen Propheten sind dood, und de nähe de gelt nicht mehr. Tschä, melde sich nu aber de Smitsche, de so'm Betten wat övergläuf schwer. De Jung, dat is jon duchtige Stuck, hei lett ja ob ganz kiebig und krägel und kick ganz grall u de Augen. Aber ich trau dat nicht so recht. Dat Kind Gotts hätt hier just verdwass über de Lütchen Näse so'n feinen blauen Striepen. Dat hätt nix Godes zu bedüren. Das ist die Zornesader, Frau Schmidt, säh nu n bedächtige und so'n Bärten spitzige Stimme achter er. Das Kind wird noch mal so'n rechter Brausekopf und muss sehr vorsichtig und mit aller Strenge erzogen werden. So, da hat der Lütje Fendt nu sie'n Fett. Da konn he sich Kartoffeln im Braun. Und de dat secht ha, de muss dort jo wäten, wenn überhaupt wen muss. Dat wär Fräulein Emilie Engelken, der wär jo de langen Jahren Schulfräulein wäsen und verstund sich ob Kinder, just as de Schoster ob sin Leder. Sei warnte tausamen mit er Schwester in der Krüßstorten und de grode lange Achtergaren von jem er hus, de schaut an all das ehren Lütchen Hoffren. Tine, wat mieke er als de Schwester wär, ha Fräulein Emilie, dat in er Freude dör dat Gestick tau ropen. Und nu heilt dat ole Fräulein dat vor ihre Pflicht, as Nabarsche auch mal um Ort und nahen rechten tau kieken. Frau Smits und auch de anderen Frauens wurden so'n Beten benaut, tau sinn, und sähen so recht nix mehr. Gegen so'ne Klaugheit konnten sie nicht an, und wenn sie auch all ihre Erfahrung zusammen smäten haben. Sie druckten sich darum so ganz sütchen ein Bi, et ut n Huserut, und as Frau Pussmeiers wedder in ihre Verpöle wär, da vertellte sie ihren Mann, der just von Fischen kam wär, denk mal an Arend, wie all das is hüte ob'm Sonntag n Lütchen feinen Jung ankommen. So, hüte, n Jung, se Arend, und ho jante, denn hei sleep all half. Na, dat's man gaut. Tschä, meinte nu Frau Pussmeier ganz vergrellt, und da sechst du vor der nix tau, du wunderst, da wunderst du die nicht mal ever? Wie alldachs, ob'm Sonntag. Aber ich sech ja, Mann, der ole Jan Dickfell, kommst überhaupt nicht uten Fassung. Wenn dat noch ein einzig Mal beleben dä, dat du die mal über wat wundern däst, ich glaub, du kannst sie überhaupt nicht wundern. Tschä, lachte Pussmeier, wat is da denn ob bi to wundern? Dat kann ja sogar vorkommen, dat'n zwatte Kau wird de Melk geben deit und dat Nachtwächter bi hellechten Tages darft. An diesem Sonntagabend, als Achterndiek und auch in alldachschen Huse allen still war, da trägt Großmutter ganz sachte in den Lütchenkammern,
wo er Schwiegertochter's Leib und froch, Anchen, slobst du all? Nee, dat nicht, Mutter. Wat scholl ich denn? Och, antwortete Großmutter, komm, gif mi mal die Hand her, kick mal hier. Hier ist ein dicken, blanken Preischen Daler. Den hetze use Lütje Mann sich all verdient. Wat, froch Frau Aldachs, nee, schierig, ein Preischen Daler? Use Lütje verdient, wat schall dat heiten? Na, ich will die sägen, tustete er Schwiegermutter. Lad die vertellen, Anchen. Als der andern Frauenslühe weg wären, weis wohl, da tret Fräulein Engelkens an de Wegen und keigt da ne ganze Tiet drin und seh gar nix. Ob d'letzte dreit se sich und hätt mi da so'n reelle Predigt holen. Du weis ja, se kann's nacken as so'n Pastor, aber ich sech ja, Mann, de Engelkens sind wecke von der Art, de Gotts Wort nicht blot ob'n Tungen heft, nee, sei dort da auch nach, und denn lad ich mir dat gelln. Ich wünsche dem süßen kleinen Engel Gottes reichen Segen und dass er noch mal ein recht braver, tüchtiger Mensch werde. Sei, sei, obletzte. Och, weis wohl, sei hat noch einen ganzen Barch, secht. Ich kann dat dann man bloß nicht so bowlen und so wirregeben. Na, ich woll nu man sagen, asse weg wär. Da keg ich so in den Wegen und wat meinst wohl, da lächt da disse Dollar oppe Wagen decken. Dat sind ein paar gode Damen, de Fräulein Engelkens, antwortete de junge Frau Aldachs. Und man kann ordentlich merken, wo er dat von harten käm. Aber, lachte sei denn so vor sich hin, wundern deit mich dat in diesem Fall doch mit den Dollar. Ich ha erde dacht, dat se wohl mit der Angst krägen han, dat nu so dune achter ihren garnen Jungen ankam wär. Se han ja auch all in vorut bange sehen konnt, dat der Bengel jem, wenn he mal danniger worn is, übern Tun klattert und jem bi er Blom oder gar bi den Hengelbeerenbaum geit. Du weis ja, wo behott und bi bärig, dat se ich auch anstellen könnt, wenn sich dat um ihren Garn dreit. Na, Mantau, so wie't heft se in dissen Fall wohl nicht vorutdacht. Dei Hauptsache bi den Dollar is jo, dat se mit dat Gode, wat se dout, nicht rumbluchtert und mag darn groten Hopp-Hei und Puh-Hei von, datten da erst n roten Koppi kriegt und sich schamen mut, datten as n Nehmer armer is as de Geber. Aber, Mutter, nu hol mi doch noch einmal den Lüttchen her, ich mochen so gern noch mal sehen. Und Großmutter holte dat Lüttje Bündel ute Kammern und lä er Schwiegertochter den warmen Kluten an dat harte, und der glücklige Mutter konnte sie gar nicht satt sehen an dat söte Gesicht. Sie keek den Jungen so recht deep in de blanken Augen, de hei so groot und wied op'm Haar, als wenn hei fragen woll, wo bin ich denn hier denn? O Mutterglück, du reine unechte Freude, Mutterhart, du lebsborn klar und blank, ohne Anfang, ohne Ende. Du bist der Afglanz von der große ewige Gottesgrundmacht. Du bist, sei, sulfst. Dein Glanz ist liegerein und schön, auf bi arm oder reg, auf in Königslotter oder armselige Kartens und in elendige Hutten, Muttersprache, Hartensprache. Die Wörter sind immer rein, wahr und echt, überall, ob der ganzen Welt. Ob der ganzen wieden Welt. Still lächt die Nacht nur über den Dieg, der sich als so'n langen, zwarten Aal an der Weser henslängelte. Still in Freien lächt nur auch über dat alldachsche Hus achter den Dieg, und stille wär dat auch achter de dichten grünen Finsterladens. Aber der dicke olle Pappelbaum, der just vorn Huse ob den Diekkopf stund, der reckte seine mächtigen knubberigen Arms und ut und brede sie wied über das Hus weg. Der sommerliche Nachtwind streckt köhlich von der Weser her über den Diek.
Hey, schaukelte sachte der grüne Krone von den Baumhennen und her, und der langen Arms mit dat grünen Henne und Fingers wägten sich sachte und vierlich über dat lütje Hus up und dal. Gäf der olle Baumgeist wohl dat Sonntagskind sinen Sägen? Oh, der wuss allens, wat hier in Huse passerde. Hei ha jo all beläft, dat der olle Großmutter as ganz lütje deren unner sin Blättergrün spelt ha. Hei ha alle Leiden und Freiden, der dit Hus droppen han, von Borben mit ankecken, und kende sine lüde achtern dich. Hey, kende diesen kahnfasten ehrbaren Slachmenschen. Und so, wär em auch um den Lütchen nähen Gast da unnen nicht bange. Okay, scholl unner sin Blätterwag obwassen und spälen. Hey, wohl em sachte läflige Leder und Geschichten tau ruscheln, wenn he adig wär. Wenn Herr ob sie'n Ruscheln lustern woll und sie'ne Sprache verstund. Aber Herr woll donnern und brusen und ermahnen und mit ihm schellen, wenn Herr undeckt wurd und ob schlechten, unrechten Wegen garn woll. Ja, dat gift Baumgeister und wat se versprägt, dat holt se auch wort. In diese erste Nacht wär dat aber ein ganz absonderlich Ruscheln und Flustern in dat Bläderwerk von den Pappelbaum und dat wurd toll Sprache, toll Leid, düdliger, immer düdliger. Und der Baumgeist schlägt sich als Traumgeist dör Ritzen und Fogen in dat lütje Hus und an dat Lager von der Großmutter und sung hier der gode olle Frau in dat Ohr. Und der faulte der Henne ins Lab, bewegte ihre Lippen und sprach sachte nach, wat der Baumgeist sung. Du Sonntagskind, slaub weg und sacht, ich hol hier an den Wegen wacht. Stoff fast as ich, in Wehr und Wind, blieb rein und gut, ein Sonntagskind.